manchmal braucht Karma Jahre und manchmal ist es wirklich sofort, also instant, Freunde. Und sowas gucken wir uns heute an, und zwar Instant Karma Compilation, wo Leute einfach das bekommen, was sie verdienen, Leute. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, was auch absolut lustig ist, lasst auf jeden Fall einen Like da und ein Abo. Und ja, Pech gehabt, Digga, wenn du den nass machen willst, fliegst halt eben mal voll aufs Gesicht. Also Leute, lasst uns mal die 4000 Likes schaffen. Und lass uns heute mal die 320.000 Abonnenten knacken. Das wird doch mal mega. Drückt noch gerne die Glocke. Aber ich würde mal sagen hier, was macht jetzt der Ford? Oh. Ach. Ah, das war ein Polizist und der ist gerade rechts überholt. Und der freut sich richtig, dass er das aufgenommen hat. Ohne Spaß, Mann. Oh, Digga. Niemals mit der großen Schwester anlegen. Tja, der kann es gar nicht fassen, dass er da reingeschmissen wurde. Oh, oh mein Gott, er fällt selber rein, weil er gestolpert ist, Digga. Karma, Bruder, Karma. Oh, oh, die Katze, Digga. Die Katze geärgert. Oh, die ist einfach voll aufs Gesicht geflogen. Ja. Da wollte sie ihrem eigenen Dad in den Hintern treten. Oh. Bruder, der hat seinen Rücken mal anders angespannt, dass der Ball so zurückgeflogen ist. Oh, jeder kennt es. Man tut so, als wäre der... Oh. LOL! LOL! Hat sie aber übel mitgenommen. Oh, er guckt sie hinterher. Alter, Bruder, wie... Digga, wie auffällig willst du noch hinterher gucken, Mann? Ohne Spaß. Der hat sich ja mal auf halbem Weg verliebt, Digga. Er wollte ihn erschrecken. Ja, ist wohl nicht so gut gelaufen. Kylo, Digga, das ist Kylo. Oh. Also abgeleckt werden will er nicht. Oh, Digga, warum tritt sie denn die Hunde, Mann? Was macht er jetzt? Er buddelt sie ein. Er will sie einfach einbuddeln. Oh, hat die, sorry, aber hat die verdient? Man tritt doch keine Hunde. Oh. Oh, wie der Autofahrer sich jetzt gerade freut. Ich schwör's dir, wie der Autofahrer sich jetzt gerade freut. Nein, will sie nicht beim Hund machen, oder? Verdient. So, was ist das? Tja, er will da hier irgendwie über die Barriere rübergehen. Hat wohl nicht so gut geklappt. Ach, hier beim Zug über das Drehkreuz. Oh, ah, er humpelt. Ah, das tat weh, Digga. Das gab ein dickes Eisbein. Hast du davon, dass du mich erschrecken wolltest? Richtig so. Oh. Ah, moin. Oh nein, ich sehe schon kommen. Er schießt sich in sein eigenes Gesicht. Oh mein Gott, nein, weil er geguckt hat, Digga, hat er das ins Gesicht bekommen. Verdient, Digga, verdient. Beim Arschschießen gibt es keine Gnade. Oh. Oh mein Gott, Leute, wenn ihr gerade nicht verstanden habt, was sie gesagt hat. Die Mutter hat gerade gesagt, als du in der Schule warst, habe ich dein ganzes Halloween-Zeug gegessen, also Süßigkeiten und so. Und die Tochter meint so, nee, hättest du es gemacht, wärst du noch fetter als jetzt. Digga, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ohne Spaß, Mann. Haut die einfach so raus. Bruder, ging ja bei dem ab, Mann. Durchgezogene Linie, darfst dich überholen. Ja, und da kommt auch schon der Polizist. Ha, ha. Instant Karma, Digga, Instant Justice. Oh nein, Digga. Mit Katzen ist nicht zu spaßen, Digga. Katzen sind echt nicht so mein Ding. Ja. Dann nehmen wir auch mal den Kopf mal eben die Vorfahrt. Besser geht's nicht. Oh nein, was will er machen? Der hat hier sogar seinen Schuh ausgezogen. Hä, wirft er irgendwas runter auf die Arbeit oder was? Digga, warum wirft er denn die Arbeit mit dem Schneebällen ab, Mann? Was geht bei dem ab, Mann? Oh mein Gott, er macht die nass, Digga. Er macht die nass. Aber auch Unschuldige. Digga, er macht ihn einfach nass. Was ein Ehrenmann. Was ein Ehrenmann, ohne Spaß. Was ein Ehrenmann. Ja, aber man wirft man den auch mit Schneebällen ab. Ohne Spaß, das ist halt absolut asozial. Ja, und haust rein Schuh. Das Wasser auch mit seinem Schuh, der ist dann absolut im Wasser gelandet. Einmal cool sein und das kriegt er davon. Das erinnert mich immer an meinen Großvater. Oh mein Gott, wie wir in seinem Keller Fußball gespielt haben. Immer geile Zeit gewesen als kleines Kind. Das
zwei Schuhe als Tor genommen und er hat eine Matratze. Aber der hat voll in die Eier was bekommen. Boah! Er hat aber richtig was abbekommen. Oh ja, ein Baumfrosch. Ja moin, er wollte, dass der Frosch auf seinen Sohn springt, ist auf ihn gesprungen. Wow! Was war das denn für ein Drift-Move, Digga? Warum? Alter, ist das ein Wohnzimmer, Mann? Ist das ein Wohnzimmer? Voll mit Kaninchen und Sand? Ey, der haut dir den süßen Hund. Ja, verdient, Digga. Verdient, dass er vom Stuhl gefallen ist. Ja, der Hund braucht die ganze Aufmerksamkeit. Kein Platz für die Katze. Oh mein Gott. Die wollte ihre Mama schrecken und sie hat es dann so gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Hahn greift an. Der Hahn greift an. Lauf, Jimmy, lauf. Lauf, Jimmy. Lauf, Jimmy, der Hahn. Oh mein Gott, ey. Oha. Tsunami oder was, Mann? Ja, die wird ja völlig mitgerissen, die eine. Oh mein Gott, Digga, die wird völlig mitgerissen. Digga, die wird... Okay. Okay. Jo. Ist das so ein Anti-Katzen-Spray, Sicherheitsspray oder so, dass die Katze nicht hochgeht? Oh mein Gott, er will den Laden ausrauben. Er will ihren Laptop klauen, aber er bleibt hängen am Ladekabel oder so. Oder was passiert? Digga. Ja gut, dass sie doch kein MacBook hatte, ne? Bei einem MacBook wäre es nämlich doch, die hat ein MacBook. Warum ist denn das nicht rausgezogen? Oh. Der ist eingesperrt. Oh mein, doch nicht, oder? Ist er eingesperrt? Ich weiß nicht. Ey, jetzt wird richtig Randale gemacht, Digga. Jetzt kriegt er richtig aufs Maul. Junge, wie fährt der? Die machen sich über einen anderen Typen lustig, dass er einen Unfall baut und bauen selber einen Unfall. Aua, 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 aua. Oh nein. Schon wieder so ein Ding. Schon wieder so ein Ding, ohne Spaß. Tja, der muss aber nochmal das Hemd wechseln, wenn er zur Arbeit geht. Oh mein Gott, Digga. Der hat sie mit dem Schläger abgeworfen. Digga, warum macht er so eine Scheiße, Mann? Warum... Du musst die armen Arbeiter wieder aufsammeln. Oh mein Gott. Er hat ihn Ehre genommen. Damit hat er gar nicht gerechnet. Damit hat er gar nicht gerechnet. Feiert er gar nicht. Hat er nicht mit gerechnet. Okay. Road Rage oder was? Oh oh. Oh, oh, rennt er weg oder fährt er? Nee, er ist auf dem Fahrrad. Oh, er hat den Fahrrad gedreht und ist aufs... Ja, er ist aufs Maul geflogen. Verdient, Digga, verdient. Dafür, dass er ihn so hinterherrennen will und so. Yes! Yes! Ich bin absolut der Kollege, der ihn einfach auslacht dann. Was ging denn da jetzt gerade ab? Okay, er macht jetzt einen Schneeball. Was passiert? Oh, er hat ihn trotzdem getroffen. Er hat ihn trotzdem getroffen, aber ist dann selber auch hingeflogen. Aber normal, wenn man so wirft, verliert man leicht das Gleichgewicht. Ey, wie dumm. Wie dumm kann man sein, Mann? Warum willst du denn treten, Alter? Selber schuld. Auf dem Roller mit so einer Hells Angels Jacke gefühlt. Oh, Reflexe, die dir aber richtig einen Eierkick gegeben. Oh nein, das wird glaube ich eine Spinne oder so. No, no way.
Alter, er hat gesagt, wenn du es fallen lässt, dann kriegst du Wasser ab. Und er hat ihn einfach dann abgeworfen. Leute, was ging da bitte schon ab, Mann? Wenn euch das Video gefallen hat, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, drückt auch noch die Glocke. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.